Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit guten Nachrichten für Windows 10 User. Und zwar geht es um ein Tool bzw. ja eine Toolsammlung von Microsoft, die kostenlos ist und Open Source, mit der wir unser Windows 10 etwas tunen, anpassen können, um schneller und effizienter zu arbeiten halt. Es geht genau um die Power Toys. Das ist ein Projekt, das gibt es eigentlich schon seit jeher hier. Es war schon unter Windows 95 und Windows XP, aber auch Windows 7 Benutzer wirklich sehr beliebt. Also das gibt es seit Windows 95. Es ist also schon ein bisschen her. Bei manch einer werden da vielleicht auch ein paar Erinnerungen wach. Jedenfalls wurde diese Toolsammlung irgendwann fallen gelassen, also nicht mehr weiterentwickelt. Und am Anfang dieses Jahres 2019 hatte Microsoft angekündigt, dass es wieder belebt wird. Und zwar soll es als Open Source Projekt weiterentwickelt werden. Und nun gibt es schon seit einigen Tagen die Version hier 0.13.0. Das ist erstmal so ein Preview-Release. Wir können uns das ja schon herunterladen und installieren. Hier, das ist diese MSI-Datei hier. Ich habe das schon heruntergeladen und auch installiert, um Zeit zu sparen halt. Das funktioniert allerdings nur mit Windows 10 April 2018, also ab April 2018 Update, also die Version. Ich mache mal beziehungsweise mal hier. Also ab Version 18.03, ich habe jetzt hier 18.09, ja, oder höher halt. Und es hat auch schon ein paar Optionen sozusagen. Und das wollte ich euch nun schnell zeigen. Bei mir ist es, wie gesagt, schon installiert. Das geht im Prinzip ratzfratz. Einfach die MSI-Datei installieren, hier ausführen. Also die ganz normale Windows-Installationsroutine. Wenn die Installation durch ist, den Rechner vielleicht einmal komplett neu starten. Und nun können wir unser Tool hier mit einem Doppelklick starten als Admin. Wenn kein Fenster direkt auf dem Desktop erscheint, schauen wir schnell in der Taskleiste hier nach und klicken nochmal auf das Power Toys-Symbol. Und schon öffnet sich die Seite hier mit den Einstellungen für Power Toys. Genau, das sind jetzt hier die allgemeinen Einstellungen. Hier können wir einzelne Tools deaktivieren bzw. aktivieren. Hier haben wir die Möglichkeit, ja, festzulegen, ob das Tool automatisch mit Windows bzw. wenn wir uns anmelden, starten soll. Und hier können wir zwischen ein helles Design und ein dunkles Design umswitchen. Ja, speichern nicht vergessen. Hier haben wir die einzelnen Tools nochmal. Fancy Zones einmal. Das ist ein Windows Manager. Das werden wir gleich genauer uns anschauen. Dann haben wir Power Rename. Das ist ein PowerShell-Skript, was, wie ich finde, wirklich super cool ist und auch sehr, sehr nützlich sein kann. Und unser Short Guide hier, wie der Name schon sagt, ist ein Guide, also Shortcut Guide. Das ist einfach ja ein Leitfaden oder Kurzanleitung, wie man es nennen mag. Es ist vielleicht für die Power-User gedacht und überhaupt natürlich für alle User, die gerne mit Shortcuts arbeiten. Wenn uns mal ein Shortcut nicht mehr auf Anhieb einfällt, können wir einfach die Windows-Taste auf unserer Tastatur gedrückt halten, in meinem Fall hier für 1000 Millisekunden. Zack, und schon erscheint hier unser Guide, unser Leitfaden halt. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Windows-Settings, ja, die Windows-Einstellung öffnen möchte und weiß nicht mehr genau, wie das war, einfach Windows-Taste gedrückt halten. Hier haben wir Open Settings, i. Windows-Taste ist schon gedrückt, einfach die i-Taste jetzt nochmal drücken, loslassen und schon sind wir jetzt hier
in unsere Windows Settings. Ja, also das kann uns auch die Arbeit erleichtern. Hier ist nochmal die Opacity, also die Durchsichtigkeit vom Hintergrund sozusagen. Wenn wir jetzt auf 10 machen, dann ist das ganz durchsichtig, kann man wahrscheinlich. Jetzt habe ich aber schwarz auf schwarz. Ich switche mal. Zack, genau. Jetzt sehen wir hier. Also hier gilt einfach nur ein bisschen rumtesten, rumspielen halt. Dann ist ja ziemlich intuitiv. Hier ist der Design hell oder dark. Einfach für das Tool selbst, hier für den Guide. Ja. Dann hier Power Rename. Das ist, wie gesagt, ein PowerShell-Skript, mit dem wir hier ganz viele Dateien oder ja, Ordner auch mit einmal sehr einfach umbenennen können. Wir können mal ein Beispiel hier schnell machen. Ich habe hier einen Ordner mit ein paar Bilder, die so heißen halt. Wenn ich jetzt hier mir die Bilder alle markiere, sag auf einmal und hier rechte Maustaste, haben wir in dem Kontextmenü hier Power Rename, einfach draufklicken und schon öffnen sich hier das Fenster. Hier haben wir auch noch mal ein paar Optionen. Use Regular Expression, das ist hier, können wir uns irgendwelche Suchmuster irgendwie festlegen. Dann haben wir hier Case Sensitive, also Groß-Kleinbuchschreibung beachten. Match All Occurrences, das ist jetzt Standard, das ist einfach für Search and Replace. Exclude, hier können wir bestimmte Dateien ausschließen, hier können wir bestimmte Folder ausschließen. Hier Unterfolder, ja, Subfolder. Hier können wir die Dateien nummerieren, ja, aufsteigend. Hier Item Name Only, also hier ist, wird die Extension nicht angetouched, hier wird nur der Name geändert und hier können wir nur die Extension hier, JPEG zum Beispiel, ändern. Wir können ja auch direkt ein Beispiel machen, vielleicht wenn ich jetzt hier die Bilder hier JPEG möchte, ich den PNG vielleicht alle umwandeln, einfach hier Item Extension Only und jetzt gebe ich meine JPEG hier die Extension und einfach hier Replace with PNG. Hier sieht man schon eine Vorschau. Ach, das war gar nicht okay. Hier sieht man, ja, wie das dann später aussieht. Ich klicke jetzt mal auf Rename und schon sind alle Bilder, bis auf den einen hier, den ich wahrscheinlich nicht markiert hatte, hier PNG umgewandelt. Ja, oder wir können das hier nochmal mit Search and Replace, meinetwegen 201. Wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel. Das soll in Urlaub meinetwegen umbenannt werden. Hier sieht man wieder die Vorschau. Zack. Und schon wurden alle mit einem Klick sozusagen umbenannt. Ja, und genau. So weiter hier Name sowieso. Okay, das haben wir alles. Wenn wir irgendwie was falsch gemacht haben, können wir das wieder rückgängig machen, einfach rechte Maustaste auf irgendeine freie Stelle in den Ordner hier und under Rename, zack, under Rename, schon ist wieder der Originalzustand hier wieder hergestellt. Ja, so viel zu dieses Power Rename, was wir damit machen können. Und nun kommen wir jetzt hier zu Fancy Zones, das ist vielleicht ein bisschen umfangreicher. Ich werde versuchen, so kurz und knapp wie möglich zu zeigen, was wir damit alles anstellen können. Und zwar als erstes haben wir hier unser Hotkey für den Zone-Editor. Ja, für unseren Zonen-Editor, wenn man so will. Es geht um Zonen auf dem Desktop natürlich, beziehungsweise Bereiche.
Standardmäßig ist hier Windows Tilde, denke ich. Bei mir ist jetzt nun Windows Y. Hier sind noch ein paar Einstellungen, die ziemlich selbsterklärend sind, würde ich sagen, wenn man zwei, drei Wörter Englisch kann. Ich denke, das ist jetzt nicht so. Ich lasse das jetzt hier einfach mal auf Default hier. Das sind die Standardeinstellungen. Beziehungsweise man kann hier natürlich selbst am besten ja, testen, rumspielen und schauen, wie es einem am besten gefällt oder passt. Ich lasse das jetzt einfach mal auf Default, wie gesagt, und gehe auf meinen Desktop, drücke meinen Hotkey hier Windows Y in meinem Fall und schon öffnet sich der Zoneneditor. Hier können wir einmal uns ja Bereiche erstellen als Fenster hier, die hintereinander sind, oder tabellarisch halt mit Spalten oder Zeilen, beziehungsweise Spalten und Zeilen. Ja, das sieht man hier, wie das aussieht. Wir können die Spalten zwischen die einzelnen Bereiche hier auch weglassen, wenn wir das Section hier wegnehmen, beziehungsweise dünner oder ja breiter machen oder dünner. Ich mache mal 15, Apply. Zack, und schon sind sie ein bisschen breiter, ja, je nachdem, wie wir das haben wollen. Hier können wir Spalten bzw. Zeilen hinzufügen oder welche wegnehmen. Ich lasse das jetzt mal auf 5 bzw. 4. Wir können uns hier eigene Layouts erstellen, ja, Custom, Create New Custom und uns einen eigenen Layout erstellen. Wir können aber auch hier eine bestehende Vorlage editieren, bearbeiten, ja, einfach markieren, hier Edit Selected Layout, einfach draufklicken. Wir vergeben hier einen beliebigen Namen. Ich lasse das jetzt mal auf Custom Layout 2. Und das können wir jetzt hier, indem wir hier die blaue Dinge hier hin und her ziehen, breiter, dünner machen. Ja, oder hier höher. Niedriger hier, ja, wir können uns diese Bereiche hier halt anpassen. Wir können uns auch welche hinzufügen, und zwar, wenn wir jetzt mit der Maus zum Beispiel hier von links nach rechts drüber gehen, sieht man diese Linie hier, einfach die Maustaste drücken und deine, zack, und schon wird hier eine Spalte hinzugefügt. Dann haben wir hier genau, eine Zeile können wir auch hinzufügen, wenn wir jetzt von oben nach unten bzw. unten nach oben gehen mit der Maus hier über einen Bereich. Und ich mache mal das hier, einfach eine Maustaste drücken und schon wird hier nochmal ein Bereich hinzugefügt, eine Spalte, eine Zeile, wie auch immer. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so hier. Wir können uns das natürlich beliebig anpassen. Name bleibt, kann bleiben, Save and Apply, und schon habe ich mein Layout, meinen eigenen Layout hier. Das startet jetzt hier automatisch. Ansonsten finde ich das jetzt hier unter Custom Layout 2, was ich gerade erstellt habe hier. Zack. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein paar Dateien hier öffne. Ja, das ist natürlich für Leute, die mit Editoren bzw. Dateien gleichzeitig arbeiten, geöffnet sind, ganz gut. Ja, ich habe hier 1, 2, 3, 4, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich mache mal noch einen Empty Folder hier auf und drücke meinen Hotkey und kann jetzt, ach nee, genau, ich muss jetzt die Shift-Taste gedrückt halten und mir hier die ja einzelne Dateien, Folder, die geöffneten, einfach in die Zone hier ziehen. Also Shift-Taste, dann linke Maustaste, einfach Drag and Drop. Und schon wird hier, zack, ich mache das mal so. Ich ziehe das mal hier, dann passt sich das automatisch an. Das ziehe ich hier und das, die Bilder hier. Und dann habe ich noch eins hier. Ja, und schon habe ich hier eine Ordnung. Ziemlich übersichtlich. Ich kann mir jetzt noch den Internet Explorer öffnen und Shift-Taste gedrückt halten und hier ziehen.
Und das ist jetzt natürlich ein bisschen klein, aber das ist jetzt die Idee dahinter, ja. Ich denke, dass es ja ziemlich eindeutig ist, worum es hier geht. Hier ist irgendwie überlappt sich das hier. Warum? Ich gucke nochmal schnell zurück. Zack, okay. Das ist jetzt auf jeden Fall die Idee dahinter. Ich denke, das ist jetzt ja eindeutig. Wir können jetzt hier genau die Hintergrundfarbe, vielleicht können wir noch mal für die einzelnen Bereiche, das können wir hier ändern. Ja, ich mache mal rot einfach, damit das einfach speichern. Und jetzt, wenn ich jetzt hier mit meiner Shift-Taste, sieht man hier, das wird rot. Ja, einfach mal ein bisschen rumspielen. Ich denke, das kann wirklich sehr hilfreich sein für Leute, die mit vielen Dateien hier arbeiten. Gleichzeitig. Genau, das war's, denke ich, im Prinzip auch schon alles. Sonst zieht das sich hier doch noch in die Länge. Ich gucke nochmal ganz schnell. Checker. Okay. Genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Wenn es euch gefallen hat, über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.